Top-Favorit gegen Afrikameister. Am Donnerstag wollen die DFB-Frauen gegen Nigeria den zweiten WM-Sieg holen und somit vorzeitig ins Viertelfinale einziehen. Die Spielerinnen wissen genau, dass sie das Team aus Nigeria trotz dessen Auftaktpleite gegen Frankreich nicht unterschätzen sollten. Ja, ich denke, am Donnerstag wird eine sehr starke Mannschaft auf uns zukommen, die total heiß sein werden und alles geben werden, um ihre ersten Punkte hier bei der WM einzufahren. Nigeria steht nach dem 0:1 gegen Frankreich unter Druck und wird es den deutschen Fußballfrauen nicht leicht machen. Co-Trainerin Ulrike Ballwick glaubt trotzdem an ihre Mädels. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben in unserem Defensivverhalten und genauso in unserem Offensivverhalten. Und Ziel ist natürlich, das jetzt peu à peu zu verbessern, sprich also gegen Nigeria defensiv wie offensiv besser zu agieren. Für Torfrau Nadine Angerer ist das Spiel in Frankfurt das 100. Länderspiel. Für dieses Jubiläum hat Angerer einen ganz speziellen Wunsch. Regen und kühle Temperaturen. Denn die Hitzewelle der vergangenen Tage war nicht nach ihrem Geschmack. Wenn man jetzt mal rausgeht, das sind nigerianische Verhältnisse. Von der Temperatur her, die werden sich pudelwohl fühlen. Von daher wird es ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Nur gut, dass die Hitzewelle vorerst vorbei ist. Laut Vorhersage dürfte das Wetter Nadine Angerer sehr gut gefallen. Bewölkt und unter 20 Grad.